Studentinnen an der Pädagogischen Hochschule und befinden uns mit unserem Zelt am Grünmarkt in Salzburg. Im folgenden Beitrag zeigen wir euch einige Interviews zum Thema Grenzgänger. Überschreiten Sie Grenzen oder haben Sie schon mal eine Grenze überschritten? Ja, ich überschreite öfters Grenzen. Wenn ich jetzt bei mir selber, bei der Selbstdisziplin, wenn ich nicht selbst, dass ich zum Beispiel einmal, dass du mal einen Schluck zu viel trinkst oder wenn es jetzt, ja, es kann auch sein, wenn du über irgendwie was ärgerst, zornig bist, dass du da ein bisschen zu weit gehst oder so. Ja. Und gehen Sie gerne arbeiten und freuen Sie sich jeden Tag am Morgen, wenn Sie aufstehen müssen und in die Arbeit gehen, oder würden Sie auch lieber am Vormittag frei haben und länger schlafen und vielleicht schön frühstücken? Nein, weil die Arbeit ergibt einen Sinn. Ich bin nämlich auch Lehrer wie ihr, Wirt, und habe in einer Metzgerei geheiratet und durch das hat meine Frau das Würstelstandl. Zurzeit bin ich in Karenz und verdiene halt nebenbei irgendwas dazu. Aber die Arbeit ist für mich der Sinn im Leben, den brauchst du, und auch natürlich für den Lebensunterhalt. Okay, also das heißt, Sie sind motiviert zum Arbeiten und freuen sich jeden Tag. Ja. Okay, vielen Dank. Hallo. Wie du siehst, haben wir mitten in der Altstadt ein Zelt aufgeschlagen. Freizeit ist in, Arbeit ist out. Es geht um Grenzüberschreitungen. Was sind für dich Grenzüberschreitungen? Ja, also persönliche Grenzüberschreitungen, sage ich mal, wären ein bisschen härter. Finde ich aber auf jeden Fall schon mal cool, dass sowas gemacht wird. Von der Pädagogischen Hochschule ein Projekt und das Thema ist Grenzen, Grenzen überschreiten. Was halten Sie von Grenzgänger oder was sind für Sie Grenzgänger? Ja, ich bin irgendwie selber mein Leben lang eine Grenzgängerin gewesen, weil nur ich erkenne Grenzen an, aber Grenzen sind dazu da, dass man sie überspringt, damit man neue Räume schafft. Das ist ich habe das oft und oft in meinem Leben ausprobiert und probiere es gerade wieder aus. Und ich bin 71, also es ist nicht zu spät. Während unserer Befragung wollte sogar jemand mit in das Zelt kommen. Hallo, guten Tag. Was sind eigentlich für Sie Grenzgänger? Weil Sie haben sich jetzt bei uns da im Zelt eingestellt, und was denken Sie darüber? Grenzgänger. Das moderne Leben wird durch viele Grenzen gekennzeichnet, aber ich denke, dass viele von diesen Grenzen gar nicht real sind. Unser Fazit ist, dass die Menschen von unserer Aktion begeistert waren. Sie sind der Meinung, dass man das Studentenleben genießen soll. Nach dem Studium arbeitet man sowieso noch genug.